Sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Cornelius Jacobs. Ich melde mich, wie auch mein Kollege Herr Ralf Decking, aus dem St. Remigius Krankenhaus bei Ihnen zu Hause. Uns erreichen oft Patienten in der Wirbelsäulensprechstunde, die mit akuten Kreuzschmerzen kommen. Und aus nachvollziehbaren Gründen ist es Ihnen natürlich derzeit nicht immer möglich, einen Arzt aufzusuchen. Und ich wollte Ihnen deswegen ein bisschen medizinisches Wissen mit an die Hand geben, dass Sie auch zum Teil selber mit beurteilen können, ob im Moment ein dringlicher Kreuzschmerz vorliegt, der einen Arztbesuch erfordert, oder ob man damit vielleicht auch ein paar Tage warten kann und wir Ihnen für die Behandlung des Kreuzschmerzes schon ein paar Richtlinien mit an die Hand geben können. Was den Kreuzschmerz oder den akuten Kreuzschmerz angeht, ist einmal zu wissen, dass der in der Regel sehr harmlos und sehr gut ist, also sehr gut behandelbar ist, weil er sehr unspezifisch ist. Ne? Man teilt also in einen spezifischen und einen unspezifischen Kreuzschmerz. Ich habe das hier eben mal so ein bisschen schematisch aufgezeichnet. Der akute Kreuzschmerz ist also erstmal unbekannt, welcher Ursache er eigentlich ist. Und das, was wir bei unserer Untersuchung und Beratung, also im Arztbesuch machen, ist diesen Kreuzschmerz zu differieren in einen spezifischen, der also eine klare, erkennbare Ursache hat, oder in einen unspezifischen Kreuzschmerz. Es gibt sogenannte Red Flags, also Warnsymptome, die wir bei unserer Untersuchung abfragen, um eine dringliche Behandlungsnotwendigkeit bei den Patienten zu evaluieren. Das ist zum Beispiel, falls ein hohes Fieber vorliegen sollte, also eine Infektion, falls eine Tumorerkrankung bekannt sein sollte und ein Rückenschmerz besteht oder, wie ich unten geschrieben habe, wenn neurologische Ausfälle vorliegen sollten, zum Beispiel die bei Bandscheibenvorfällen oder dergleichen. In diesem Fall gäbe es eine Ursache für diesen Kreuzschmerz oder eine Verdachtsdiagnose und es ist deswegen ein spezifischer Kreuzschmerz, der auch unbedingt durch einen Arzt abgeklärt werden sollte. Falls aber diese sogenannten Warnsymptome nicht vorliegen sollten, handelt es sich in der Regel um einen gut behandelbaren, unspezifischen Kreuzschmerz. Das ist auch ganz gut nachvollziehbar. Letztendlich ist die Wirbelsäule, zum einen besteht sie aus einem knöchernen Apparat, aus Bandscheiben, aus einem muskulären Halteapparat, der uns also im Laufe des Alltags im Sagittalprofil seitlich stabilisiert, der abends etwas ermüdet sein kann, deswegen wir abends etwas krummer laufen als tagsüber. Also es kann muskulär sein, ein solcher Schmerz, der kann durch Facetten, also durch kleine Wirbelgelenke bedingt sein. Es gibt zig verschiedene Ursachen, die einen solchen unspezifischen Schmerz also bedingen und die man auch sehr, sehr gut behandeln kann. Was die Therapie angeht, ist es bei dem unspezifischen Schmerz eben so, dass wir eine rein symptomatische Therapie nur durchführen können, da es ja keine eigentliche auslösende Ursache gibt. In der Regel ist die Behandlung eines unspezifischen Kreuzschmerzes multimodal, das heißt, wir haben verschiedene Facetten, die diesen Kreuzschmerz bedingen können und die kann man entsprechend auch unterschiedlich angehen oder behandeln. Zum einen ist ganz wichtig zu wissen, dass es sich in der Regel um eine gutartige Erkrankung handelt, die auch selbstlimitierend ist, das heißt in der Regel nach 2 bis 4 Wochen auch verschwindet. Das führt in der Regel auch zu einer gewissen Beruhigung und zu einer Duldung der aktuellen Schmerzsituation, wenn sich dann im Verlauf auch etwas bessert. Die Behandlung ist daher auch symptombezogen, das heißt wir behandeln auch mit zum Beispiel physiotherapeutischen Anwendungen nur den Rücken und nicht andere Gelenke, also den Bereich, der eben wehtut. Ganz wichtig ist die alltägliche Bewegung, das heißt man weiß mittlerweile, dass eine reduzierte körperliche Aktivität im Alltag, vor allem Sitzen und zu Hause in der tiefen Couch liegen, sehr, sehr schlecht für den Rücken ist und dass eine Zunahme der Alltagsbewegung, mal rausgehen, ein bisschen walken gehen, was auch in höherem Alter sehr gut machbar ist, bereits zu einer deutlichen Reduktion der Schmerzen führt. Also achten Sie unbedingt auf eine regelmäßige Bewegung, gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist das natürlich sehr schwierig umsetzbar, weil viele Patienten zu Hause sitzen und auch die freie Bewegung etwas fürchten, aber gerade in diesen Zeiten wäre es wichtig, dass man sich ein bisschen bewegt und aktiv hält. Auch nicht zu verachten ist die gesunde Lebensführung, die ich hiermit aufgezeichnet habe. Natürlich ist ein vermehrtes Körpergewicht durch eine reduzierte Bewegung oder durch übermäßige Kalorienzufuhr auch nicht gut für den Rücken. Der Rücken ist letztendlich Unterhalteorgan
und stabilisiert uns im Alltag. Und je mehr der Rücken zu tragen hat, desto schwieriger ist es natürlich auch für Muskeln und Gelenke. Was die Physiotherapie angeht, weiß man mittlerweile, dass viele Maßnahmen gar nicht so unbedingt zu einer signifikanten Verbesserung führen auf Dauer. Bei einem akuten Rückenschmerz weiß man aber, dass die Rückenschule, also die aufrechte Haltung, auch das Bewusstsein, die Schultern zurückzuziehen, dass die Muskulatur nicht so überlastet ist. In dem Moment, wo man sich zu weit nach vorne beugt, kommt es zu einer Dehnung der Rückenmuskulatur, was dann im Alltag zu dem Nachmittag und Abend zu einer zunehmenden Schmerzsymptomatik führen kann. Also das Bewusstsein über die korrekte körperliche Haltung ist extrem wichtig, um einen solchen akuten Kreuzschmerz behandeln zu können. Sie können also selber unheimlich viel tun, um sich selbst Gutes zu tun. Wenn es darum geht, Wärme oder Kälte, gibt es ebenfalls viel wissenschaftliche Daten dazu. Man kann sagen, dass wenn überhaupt eine Temperatur einen Effekt hat, dann sollte man Wärme anwenden und auch nur lokal, das heißt nur in dem Bereich, wo Sie eben Schmerzen haben. Kälte ist nachteilig. Es ist nicht zu vernachlässigen, dass es auch andere Gründe gibt, wie zum Beispiel psychosoziale Gründe, also psychischer Stress, zum Beispiel durch den drohenden Arbeitsplatzverlust, durch den vermehrten Stress zu Hause, die Kinder sind zu Hause, durch die Zukunftssorgen, die man hat. Auch das geht alles irgendwie auf den Rücken und es ist sehr sinnvoll, dass man das vielleicht mit seinem Partner oder in der Familie zu Hause diskutiert, worüber man sich Sorgen macht, und oft ist auch das Lösen solcher internen Konflikte führt zu einer Reduktion eines Rückenschmerzes. Ähnliches gilt auch für die arbeitsplatzbezogenen Risiken. Da gibt es natürlich auch manchmal verschiedene Druckbelastungen, wenn eine Kündigung droht oder der Arbeitsplatz vielleicht auch tatsächlich zu niedrig oder zu hoch ist. Auch das muss man, wenn die Kreuzschmerzen längere Zeit bestehen, mit evaluieren und natürlich versuchen anzugehen. Sie sehen also, die Behandlung eines akuten Rückenschmerzes ist sehr multimodal und muss man für jeden Patienten individuell gestalten. Es ist aber in der Regel eine sehr gutartige Erkrankung, die sich sehr gut behandeln lässt. Und wir zeigen Ihnen noch mit einer Kollegin von unserem Physiotherapie-Team viele Anwendungen und Maßnahmen, die Sie zu Hause durchführen können, um sich selber auch möglichst gut helfen zu können. Mit freundlichen Grüßen aus dem Rodriguez Krankenhaus, Cornelis Jacobs. Mein Name ist Britta Stricker. Ich arbeite im Remigius Krankenhaus in der physikalischen Therapie und in der Remigius Reha und ich möchte Ihnen heute drei Übungen zeigen, falls Sie unter Rückenschmerzen leiden. Die erste Übung, die ich Ihnen zeigen werde, die führe ich im Liegen durch. Das können Sie zu Hause im Bett machen, das können Sie aber auch auf dem Boden machen. Das ist sogar etwas günstiger, weil der Boden meistens etwas fester ist und etwas mehr Widerstand wird. Sie legen sich auf den Rücken. Stellen die Beine in einer für Sie bequemen Position hinter den Po, legen die Hände neben den Körper und versuchen, das Becken aufzurollen, bis vom Knie bis zu den Schultern eine schräge Ebene entsteht. Halten diese Position für 3 bis 4 Sekunden und rollen dann wieder, wenn Sie das schaffen, Wirbel für Wirbel ab, machen eine kurze Pause von 1 bis 2 Sekunden und rollen dann wieder auf. Eine schöne Wiederholungszahl sind 15 Wiederholungen. Die zweite Übung, die ich Ihnen heute zeigen möchte, führen Sie im Sitzen durch, auf einem Stuhl oder auf einem Hocker, möglichst ohne Armlehnen, und Sie rutschen nach vorne an die Kante, dass Sie merken, das Becken ist schon relativ aufrecht, alleine durch das Sitzen. Sie sollen bei dieser Übung versuchen, die Lendenwirbelsäule nach hinten zu runden und dann aber auch den Bauch nach vorne rauszuschieben. Zwischen diesen beiden Ausgangspositionen wechseln Sie immer hin und her. Das tun Sie in einem relativ langsamen Tempo und schauen mal, wie weit Sie nach hinten kommen und wie weit Sie aber auch nach vorne kommen. Wer möchte, kann gerne als Hilfe eine Hand auf den Bauch oder eine Hand auf den Rücken legen. Das bleibt Ihnen aber auch ganz überlassen, wie Sie das am besten machen können.
Übung für Ihren Rücken, die ich Ihnen heute zeigen möchte, können wir sowohl im Sitzen als auch im Stehen machen. Wir brauchen dafür wieder ein Terraband oder ein Gummiband. Das bekommen Sie im Sanitätshaus, manchmal auch bei einem Discounter in den verschiedenen Farben. Es gibt es in Rot, was wir hier benutzen, das ist eine mittlere Stärke. Es gibt es in Blau, in Grün, in Schwarz, die sind etwas strammer. Und in etwas weniger stramm sind sie in Gelb und Weiß zu haben. Das Rot ist aber schon eine ganz gute Übungsstärke. Sie brauchen ca. 2-3 Meter Band, nehmen das dann in der Hälfte und stecken einen Stift da rein. Diesen Stift werfen Sie über die Tür, machen die Tür zu, dann kann Ihr Band nicht mehr wegrutschen. Es ist also fixiert. Ich fange mal mit der Übung im Sitzen an. Das ist die einfachere Variante. Sie legen sich das Band einmal um die Hände, dann ist es fixiert und kann Ihnen nicht wegrutschen. Sie sitzen vorne auf der Kante, haben immer ein bisschen Spannung auf dem Band und ziehen das Band neben die Hüften, spannen dabei den Bauch an und die Schulterblätter ziehen Sie nach hinten unten, als wollten Sie sich die Schulterblätter hinten in die Hosentaschen stecken. Und dann geht das Band wieder hoch, aber so, dass immer ein bisschen Spannung ist. Und dazwischen wechseln Sie. Am Ende immer kurz halten. Hier wichtig, den Bauch anspannen, dass Sie nicht in ein Hohlkreuz rutschen. Der Blick geht immer geradeaus, die Schultern gehen nach hinten. Auch hier ist eine Wiederholungszahl von 15 Wiederholungen gut. Tempo auch eher langsam halten. Die Variante im Stehen ist ganz ähnlich. Sie legen sich das Band wieder einmal um die Hände, dass es sich selber fixiert, gehen in eine Schrittposition und ziehen das Band neben die Hüften, spannen den Bauch an, ziehen die Schulterblätter nach hinten unten und gehen dann wieder hoch, ohne dass die Spannung ganz verloren geht. Auch hier eher eine langsame Geschwindigkeit. 15 Wiederholungen sind eine gute Zahl. Wichtig immer insbesondere beim nach unten ziehen, spannen Sie ein bisschen den Bauch an, atmen Sie aber normal weiter. Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen mit unseren ersten Videos eine kleine Hilfestellung leisten konnten, falls orthopädische Probleme auftreten. Wir sind weiterhin für Sie da und wünschen Ihnen alles Gute. Ihr Team vom Remigius Krankenhaus.